Einen flaschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Bis jetzt hatte ich noch nie ein Chematica Tutorial Video gemacht und deshalb gibt es das heute. Ich zeige euch, wo müsst ihr die Dateien runterladen, wie installiert ihr es richtig und wie wendet ihr es in Minecraft richtig an. Denn dort gibt es nämlich auch ein, zwei Dinge zu beachten und das zeige ich euch alles in diesem Video. Zunächst einmal, ich zeige das hier anhand der LibbyMod 3.1.8.9 Version. Das kann man natürlich auch, je nachdem welche andere Version man nimmt, einfach so übertragen. Wenn ihr jetzt das für LibbyMod 3 haben wollt, dann wäre es empfehlenswert, den aktuellen LibbyMod 3 Downloader zu besitzen bzw. Installer. Dann müsst ihr hier auf die LibbyMod Seite gehen, auf Download hier oben und dann habt ihr hier an sich nur den Download LibbyMod 4 Button. Da klickt ihr einfach auf Other und dann habt ihr hier erstmal ganz viele Knöppel. Hier haben wir den LibbyMod 3 Installer, ist zwar outdated, weil die LibbyMod 4 jetzt schon da ist, aber für die Leute, die noch LibbyMod 3 wie ich nutzen, die nehmen den LibbyMod 3 Installer und das Ganze hier nicht für Windows.exe, sondern die .jar-Datei, die brauchen wir. Als nächstes müssen wir zu Forge und dort brauchen wir die Mod Chematica. Das ist ja die eigentliche Mod und wenn wir hier drauf sind, dann klicken wir hier einmal auf Files und haben hier erstmal eine Liste. Dann suchen wir uns, dann müssen wir hier auf die Seite 2, wie es aussieht. Und hier haben wir die Datei Chematica 1.89. Da gehen wir hier hinten auf die drei Punkte und klicken auf Download File. Dann kommen wir hier hin und dann tut der euch das Ganze automatisch downloaden. Wenn es nicht passieren sollte, dann könnt ihr hier auf Try Again klicken und dann sollte das so funktionieren. Zusätzlich zu Chematica brauchen wir unter anderem auch die Lunatrius Core Mod, denn da ohne diese Mod funktioniert Chematica nicht. Hier machen wir dasselbe. Wir gehen auf Files, suchen uns die neueste 1.8.9, gibt nur diese eine Version. Dann gehen wir wieder hier rechts auf die drei Punkte, klicken auf Download File und werden wir hier wieder weitergeleitet und dann downloadet ihr uns das alles. Wenn wir die drei Dinge runtergeladen haben, dann öffnen wir zuerst den LibbyMod 3 Installer. Dann öffnet sich hier nach ein paar Sekunden bei mir der Installer. Dann geben wir hier unsere Version an. Das wäre bei mir die 1.8.9. Und ganz wichtig, bei Vanilla müssen wir Forge auswählen, denn somit wird Forge mit in dieser Version installiert bzw. Forge wird installiert und zusätzlich eine LibbyMod 3 Forge Version, denn ohne Forge laufen diese Mods nicht, Forge powert das. Dann haben wir unsere Minecraft Launcher ganz oben, ganz normal, gehen auf Next und dann haben wir hier die Addons, die wir auswählen können. Normalerweise ist hier immer Optifine ausgewählt und ansonsten nicht. Hier könnt ihr euch Dinge eben auswählen, die ihr haben wollt, beziehungsweise wenn ihr LibbyMod schon installiert habt, dann funktioniert das auch reibungslos, das habe ich hinterher bei mir auch so gemacht. Ihr klickt hier jetzt einfach auf Add Other Files und dann habt ihr hier den Desktop. Hier wählt euch einmal die Lunatrius Core aus und dann klickt ihr Steuerung, haltet es gedrückt und klickt noch auf Chematica, dann wird das beides ausgewählt. Klickt auf Öffnen und dann wählt ihr euch hier das ganz oben, kann auch sein, dass es ganz unten ist, aber in der Regel ist es ganz oben. Dann hat er hier nämlich einen Haken drin. Das müsst ihr nämlich im Install auswählen, denn hinterher könnt ihr das nicht mehr hinzufügen. Das müsst ihr immer über den Installer machen. Dann klickt ihr eben auf Next, tut ihr eben die Terms of Service akzeptieren und installiert das Ganze. Falls ihr noch nicht Forge habt, werdet ihr nochmal gefragt, ob ihr eben Forge installieren wollt und dann klickt ihr eben auf Ja. Wenn es installiert ist, dann öffnet ihr normalerweise eure Minecraft Launcher und es kann sein, dass unter Installation hier schon eine Forge-Version oder ein Forge-Profil erstellt worden ist. Falls dies nicht der Fall sein sollte, dann geht ihr hier eben auf Neuinstallation. Bei der Version sucht ihr dann einfach nach Forge. Und dann wird euch hier der Forge Release 1.8.9 angezeigt. Hier könnt ihr irgendeinen Namen eingeben. Forge oder Simsalabim, was weiß ich, ist mir auch relativ egal. Dann geht ihr auf mehr Optionen, ganz wichtig, um einen Crash vorzubeugen. Und hier unten haben wir die JVM-Argumente. Das lassen wir an sich unangerührt, außer diese zwei hier. Das bedeutet, Minecraft wird gestartet und hat einen verfügbaren Arbeitsspeicher von 2 GB.
Das Ganze würde ich euch empfehlen hochzuschrauben, um einen Crash eben zu vermeiden. Ich empfehle immer die Hälfte der RAM-Angabe, die euer PC eben hat. Bei mir wären zum Beispiel 32 GB RAM hat mein PC, deswegen tue ich dort in der Regel 16 GB reinhauen. Wenn ihr mehr 32 GB habt, sollte in der Regel auch 16 GB ausreichen. Also ich glaube nicht, dass Minecraft jemals 16 GB braucht, aber falls ihr euch damit sicherer fühlt, könnt ihr das natürlich machen und dann eben auf Erstellen. Falls hier schon eine Forge-Profil-Version erstellt sein sollte, geht ihr hier rechts auf die drei Pfeile, Bearbeiten, mehr Optionen und tut das Ganze hier eben in den JVM-Argumenten eben nochmal auf 16 hochschrauben. Oder falls ihr nur 16 GB insgesamt habt, geht dort eben nur eine 8 rein. Dann eben hier auf Speichern und dann könnt ihr das Ganze eben starten. Wenn ihr jetzt in Minecraft seid, dann sollte hier auf jeden Fall eine Anzahl stehen von, ich müsste meinen, 3 Mods, die geladen sind. Wir können ja auch unter dem Mods-Punkt einmal anschauen, was wir installiert haben. Hier sollte auf jeden Fall der Forge Mod Loader logischerweise drin sein. Dann Minecraft Forge, ich habe hier Griefer Infoportal und dann hier natürlich die Levy Mod, ganz wichtig. Lunatrio Score und Schematica. Wenn das alles bei euch angezeigt wird, habt ihr schon mal alles richtig gemacht. Ihr könnt natürlich noch andere Mods wie World Edit für den Einzelspieler mit reinnehmen, falls ihr das unbedingt braucht. Ansonsten World Edit tut ihr dann eben auch im Installer als Datei eben auch auswählen, wie wir die anderen Schematica und Lunatrio Score Mod ausgewählt haben. Aber wir beziehen uns jetzt auf Schematica und Lunatrio Score. Dann joinen wir erstmal auf einen Server wie Griefer Games. Und nun richten wir das Ganze hier in-game ein. Wenn wir jetzt auf unserem Plot sind und eben alle möglichen Tasten drücken, wird das wahrscheinlich nicht, weil eben ihr noch nichts eingestellt habt. Wir gehen auf Optionen und Steuerung. Es gibt kein extra Mod-Menü dafür. Ihr geht in die normalen Einstellungen und ungefähr bei der Hälfte habt ihr die Schematica-Einstellungen. Was ihr braucht, ist überhaupt nicht alles. Für den normalen Nutzer wie mich reicht zum Beispiel Toggle All Layer Mode. Da habe ich zum Beispiel Numpad 5. Das bedeutet einfach, wird eure Schematica angezeigt, beziehungsweise wollt ihr sie kurz verschwinden lassen und wieder laden lassen. Das ist eben dafür da. Dann haben wir Schematic verändern. Dort habe ich zum Beispiel für mich Numpad 3 ausgewählt. Das müsst ihr natürlich für euch entscheiden, wo ihr eben eure Tasten haben wollt. Das bedeutet eben, steht die Schematica richtig, muss sie gedreht werden. Die Koordinaten könnt ihr da alles einstellen, wie ihr es eben haben wollt. Und Schematic laden habe ich zum Beispiel auf Numpad 2 mir gesetzt. Dort könnt ihr eben auswählen, welche Schematica ihr eben jetzt reinladen wollt. Das wären auch die drei Dinge, die ich so benutze und die reichen auch normalerweise. Und wenn wir jetzt auf Numpad eben 2 drücken, wo ihr eben eure Schematica-Datei eben laden wollt, habt ihr jetzt in der Regel noch keine Schematica, wie ich hier zum Beispiel drinne. Und wie ihr die jetzt reinbekommt, zeige ich euch jetzt mal fix. Wenn ihr die Windows-Taste und R eingebt, habt ihr unten ein Ausführenfeld. Dort gebt ihr %AppData% ein auf OK, wählt den Punkt Minecraft-Ordner und jetzt gibt es einen Ordner namens Schematics. Und hier packt ihr all eure Schematics rein, zum Beispiel auch die ihr in-game erstellt, zeige ich euch auch nochmal gleich. Die werden hier abgespeichert und hier packt ihr euch welche rein. Wenn ihr jetzt im Netz eine seht, beziehungsweise wie bekommen wir denn jetzt überhaupt eine Schematic-Datei? Ihr gebt einfach im Browser eures Vertrauens Minecraft Schematic ein und habt ihr zum Beispiel bei Google ganz oben Minecraft Schematics. Die Seite benutze ich häufig und dann kommt ihr eben hier drauf und habt eben schon mal eine Auswahl, was ihr eben haben wollt. Da seht ihr, oh, Grand Hotel will ich bauen. Klickt ihr eben drauf und dann eben auf Download. Dazu braucht ihr natürlich einen Account, habe ich hier auch. Wenn ihr euch angemeldet habt, kommt ihr auf den Download-Button und dann tut ihr euch eben die Schematic-Datei runterwählen, die ihr eben in den Ordner, den ich euch gerade gezeigt habe, dort packt ihr die dann rein. Angenommen, ihr habt jetzt mal eine Mega Mansion runtergeladen oder das Grand Hotel, klickt ihr hier eben an und fertig. Dann wird euch das Ganze hier eben erstmal hingeklatscht. Natürlich stimmt das nicht immer hundertprozentig. Jetzt klickt ihr eben auf eure Taste, das war zum Beispiel bei mir Numpad 3, wo ihr eben die Schematik verändern könnt. Die Höhe ist die Y-Skala, das heißt, wenn ihr auf Minus klickt, dann wird das Ganze schon mal auf den Erdboden angepasst. Hier habt ihr dann bei euch die Villa zum Beispiel hier drinne stehen. Das Ganze könnt ihr euch natürlich so hinschieben, wie ihr wollt. Heißt nach vorn, nach hinten.
in jede Himmelsrichtung, die ihr eben haben wollt. Ihr könnt euch auch hier unten die Materialien anzeigen lassen, die ihr eben für die Schematik braucht. Könnt ihr alles schon mal vorbereiten. Es gibt hier auch einen Schematik-Drucker. Der funktioniert auf Reefer Games mal und mal nicht. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ihr müsst dann einfach die Blöcke im Inventar haben und dann baut er euch das hier automatisch. Funktioniert mal besser, mal weniger. Ihr könnt das Ganze natürlich auch drehen hier unten, falls ihr das eben um 90 Grad gedreht haben wollt. Das könnt ihr natürlich beliebig oft machen, wie ihr euch das eben vorstellt und wünscht. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt hier euren Punkt habt, wo eben diese Linie hier hochgeht und das eben hierhin haben wollt, dann braucht ihr nicht diese ganzen Koordinaten hier eingeben. Dann klickt ihr einfach auf hierhin bewegen und dann habt ihr hier das Ganze. Natürlich dann eben solltet ihr das am Anfang machen, damit ihr dann eben alles einstellen könnt. Ihr könnt natürlich hier auch das Ganze unloaden und dann ist das Ganze wieder weg. Es kann es aber natürlich sein, dass ihr nicht nur das vorgefertigte Schematika eben bauen wollt, sondern habt jetzt zum Beispiel hier zum Beispiel meinen Kopf. Den wollt ihr jetzt angeblich mal nachbauen. Passt nämlich auf Griefer Games auf. Manche Grundstücke, ihr solltet nicht einfach jedes Grundstück kopieren. Das zählen nämlich viele auch als Scam. Angenommen, ihr habt jetzt irgendwas aus der Einzelspielerwelt, was ihr auswählen wollt, geht ihr hier am besten an das Äußerste, an den untersten Punkt. Und davor in den Einstellungen müsst ihr bei Schematik speichern auch noch eine Taste auswählen, damit ihr in dieses Menü reinkommt. Ich nehme ja zum Beispiel den Numpad 4 einmal dafür und dann klickt ihr das an und dann haben wir hier diese 2 bzw. 6 Felder. Ihr klickt einfach, wenn ihr am untersten Punkt seid, kann auch der höchste Punkt sein, das ist recht egal. Ich mache es immer erst am untersten, dann klicke ich hier den roten Punkt. Ich tue hier auch mir gern immer von off auf anstellen, damit wir auch sehen, was hier eben ausgewählt ist. Und dann gehen wir eben zum äußersten höchsten Punkt. Das wäre jetzt bei mir hier jetzt und dann machen wir den blauen Punkt hier hin. Dann sehen wir eben, was alles eingerahmt wird, was in der Schematik jetzt drin ist. Hier passt das eben jetzt nicht ganz. Das heißt, beim roten Punkt müssen wir jetzt einmal X nach außen verändern und mal so. Jetzt sollte das Ganze hier eben nochmal kontrolliert werden. Ist alles drin? Wenn ja, wir können zum Beispiel auch die Höhe hier nochmal verändern, dass eben das einen Punkt runter gemacht wird. Und dann haben wir alles genau in diesem Kasten drin. Dann tun wir hier einen Namen dafür aussuchen, zum Beispiel Teddy Kopf. Und dann speichert er das Ganze, wird auch hier gestartet im Chat. 4 Chunks werden im Teddy Kopf Schematic gespeichert und dann wurde erfolgreich gespeichert. Je nachdem, wie viel ihr ausgewählt habt, kann das auch mal zu ein paar Minuten dauern, je nachdem, wie riesig das Teil ist. Jetzt mache ich das Ganze mal aus und will das ganze Ding laden. Gehen wir eben hier in das Menü und jetzt sollte hier unter T wie Teddy Kopf wählen wir uns das aus und dann können wir das Ganze eben nachbauen. Wir können natürlich das Ganze im Ein-Ein zeigen lassen oder wie wir vorhin in den Einstellungen festgelegt haben, können wir Toggle All Layer Mode machen. Beziehungsweise wenn wir jetzt die Taste drücken, dann wird uns nur diese Ebene angezeigt. Das können wir natürlich einstellen. Wenn wir bei Schematik bewegen sind, dann klicken wir hier auf alle und dann können wir jetzt auswählen, welche Ebene uns angezeigt wird. Das wäre jetzt zum Beispiel die Ebene 0, 1, 2, 3, 4, 5, je nachdem, welche wir angezeigt haben wollen. Das Ganze können wir auch mit der Taste 5 dann, beziehungsweise wo ihr es festgelegt habt, eben an- und ausstellen. Und das wäre es auch soweit. Alles im Ganzen mal kurz erklärt, wie ihr was benutzen müsst. Falls noch irgendwelche Fragen offen sein sollten, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche es so schnellstmöglich, wie es machbar ist, zu antworten. Ansonsten freue ich mich über eine positive Bewertung aufs Video. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Abonnieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder. Haut rein und ciao, Leute.